Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellungen, das Kinomagazin. Wir stellen euch heute die französische Komödie Kochen ist Chefsache vor. Jackie ist ein Koch aus Leidenschaft, der bei Gelegenheitsjobs sein Talent völlig vergeudet. Eines Tages trifft er sein Idol, den Sternekoch Alexandre. Diesem kommt die Begegnung mit dem Jungspund sehr gelegen, da er dringend Ideen für ein neues Menü braucht. Ansonsten droht ihm der Verlust eines Gourmetsterns. Es war eine Kombination aus dem Alexandre von heute und dem Alexandre von gestern. Ja, aber Alexandre sagt Ihnen jetzt Schluss mit der Kombiniererei zwischen Alexandre und Alexandre. Insgesamt hat mir der Film leider nicht so gut gefallen. Ich fand, dass die Geschichte sehr flach erzählt ist, dass die Komödie wirklich sehr wenig Wortwitz enthält. Und Jean Reno war leider auch nicht wirklich sehr überzeugend in seiner Rolle. Also er hatte einen sehr blassen Charakter in dem Film und ich habe einfach mehr von ihm erwartet. Auf jeden Fall. Vor allem, er hat ja jetzt in Filmen wie Leon der Profi oder Ronin 22 Bullets bewiesen, dass er halt wirklich ein hervorragender Actiondarsteller ist, der seinen Figuren aber auch wirklich viel Tiefe geben kann. Und hier war er einfach, glaube ich, völlig unterfordert. Und ich glaube auch, dass man durch die beiden französischen Erfolgskomödien Willkommen bei den Sties und Ziemlich beste Freunde sehr verwöhnt war, was eben französische Filme angeht. Hier ist es jetzt leider wieder ein Beispiel dafür, wie es nicht funktioniert, denn im Film fehlt da einfach die richtige Würze. Ist doch viel besser ohne Schnittlauch und Thymian. Schnauze. Der Kreative hier, das bin ich! Dann auf Wiedersehen, Monsieur Lagarde. Wenn du einen Stern verlieren solltest, wird der Vertrag annulliert. Ich bin dran. Ich weiß, ich kenne jemanden. Kostet sie. Dann können wir aufhören zu kauen. Nicht aufhören, weiter. Diesmal werde ich meinen dritten Stern mit Sicherheit verlieren. Weißt du, ein mehr oder weniger? Ja gut, ich war oft nicht da. Aber ich habe sehr viele Leute glücklich gemacht. Ja, die anderen. Mir hat der Film leider überhaupt nicht geschmeckt. Also ich würde mir wirklich lieber alle kompletten Staffeln von Rachter Restauranttester hintereinander anschauen. Ich gebe dem Film 3 von 10 Punkten. Naja, ganz so schlecht fand ich jetzt Leon der Kochprofi. Kochen ist Chefsache, doch nicht. Klar, der Film hatte keine wirklichen Höhepunkte, war aber immerhin ganz nett. Gebe ihm 5 von 10 Punkten. Du, Tim, weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? Lass mal so ein Kochduell machen. Oh ja, jeder von uns beiden kocht das, was er am besten kann. Ja. Du hast keine Chance. Das wollen wir mal sehen. Fertig? Ja. 1, 2, 3. Oh, cool, das sieht super lecker aus. Ja, danke schön. Zeig mal deins. Das ist nicht dein Ernst. Doch, Popcorn, kann ich am besten.